Während ihrer Streife entdecken Polizeikommissar Norman Winter und Polizeioberkommissarin Nicole Riedl einen Mann, der sich in Lebensgefahr bringt. Ach, hör, gib dir das mal das an hier. Fahr mal ruhig hinterher. Sag mal. Egon von 1429? Halt mal, hat denn sieht Kennzeichen? Ja, wir bräuchten mal dringend ein RTW in die Otto-Braun-Straße, Haus Nummer 3. Hier ist gerade ein Fahrzeug geflüchtet. Hallo? Duisburger Kennzeichen konnte ich noch erkennen. Mercedes Blau, Fluchtrichtung Bruchstraße. Hallo? Männliche Personen. Bewusstlos. Bewusstlos, nicht ansprechbar. Was war das? Das war sein Wagen. Ja, verstanden. Ich wollte meinen Bruder besuchen. Okay. Na klar. Und sehen kurz hier hast du gefühlt, ja. Okay, Augenblick. Lassen uns erstmal. Okay. Wer ist das? Kennen Sie ihn, Mann? Ja, das ist mein Bruder. Das ist Ihr Bruder, okay. Alles klar. Die Beamten vermuten, dass der Mann den Diebstahl seines Wagens verhindern wollte und dabei mitgeschleift wurde. Die Schwester glaubt, den flüchtigen Fahrer zu kennen. Guck dir mal vorsichtig den Kopf an, hat eine ordentliche Wunde abgekriegt. Also, guckst du dir mal an. Kommen Sie am besten jetzt mal weg. Lassen Sie mal die Kollegen sich kümmern, ja? So, die Kollegen kümmern sich jetzt. Und Sie erzählen es uns mal ganz in Ruhe. Das ist so merkwürdig. Gestern hat das offenbar auch schon jemand auf meinen Bruder abgesehen, weil... Da bin ich auch dazu gekommen und hab gesehen, wie jemand mit einem Baseballschläger immer auf sein Auto eingeschlagen hat. Okay. Haben Sie das zur Anzeige gebracht? Weggebrannt. Ja, wir haben das zur Anzeige gebracht gestern und ich habe das sogar gefilmt. Sie haben es sogar gefilmt? Oh. Ja, schauen Sie mal. Okay, Ahnung, ist natürlich jetzt nicht so richtig gut zu erkennen. Na klar, mit Maske. So, jetzt rennt er hinterher. Das ist Ihr Bruder? Das ist mein Bruder, ja. Wo wohnt denn Ihr Bruder? Zeigen Sie uns doch mal, wo Ihr Bruder wohnt. Ja, also ich kann Sie gerne mit reinbringen. Schauen Sie mal hier, die Tasche hat der Täter liegen gelassen. Ach, ob Ihnen das passt. Guck mal, Lucky. TM. Kennen Sie irgendjemanden mit TM, den Initialen? Wenn Sie mich so fragen, der Ex-Freund meiner Nichte, also die Tochter von meinem Bruder, haben sich gerade erst getrennt. Und okay. Ich glaube, er hat es nicht besonders gut verkraftet. Die heißt Theo Marxen. Würde vielleicht passen. Ja, Video muss ich ehrlich sagen, sah der mit dem Baseballschläger auch ziemlich jung aus. Die Polizisten ermitteln, dass der Verletzte den Freund seiner Tochter nicht mochte und die Beziehung deshalb in die Brüche ging. Die Polizisten folgern, dass der Ex-Freund Rache an dem Vater verübt haben könnte. Sie suchen Beweise für ihren Verdacht. Guck dir mal bitte die Tür an. Fällt dir was auf? Nö. Nee. Genau, das ist es. Keine Einbruchspuren. Das sieht ziemlich gut aus. Also ich gehe mal davon aus, derjenige, der hier die Tür geöffnet hat. Vielleicht hat der Bruder irgendjemanden reingelassen? Ja, hier kommt nur unsere Familie rein. Ja. Da muss es jemand von der Familie sein. Aber der Ersatzschlüssel ist weg. Der Ersatzschlüssel vom Auto. Okay. Schlüssel vom Auto ist weg. Ja. Okay. Ist denn dieser der Ex-Freund da? Geht der hier noch ein und aus? Nein, das wäre mir völlig neu. Wann haben die sich denn getrennt? Das ist schon länger her. Das ist erst ein paar Wochen, also ist noch nicht lange. Und dieses Video, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, wie lange ist das jetzt genau her? Das war gestern. Und haben Sie eine Fahrerin oder einen Fahrer gesehen? Ich habe es überhaupt nicht erkennen können. Ich bin ja selbst von hinten gekommen. Das ging viel zu schnell. Alle Zeichen deuten jetzt erstmal auf den vermeintlichen Ex-Freund der Tochter von dem Geschädigten, was aber am Ende nicht so sein muss. Also wir können natürlich nicht ausschließen, dass da vielleicht doch noch eine andere Person ihre Finger im Spiel hat. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Maxi. Hilfe, Maxi? Fiese Typen holen? Ich kenne keinen Maxi. Ich weiß. Kommt dir nicht bekannt vor, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich kann mal mitnehmen. Nichts anfangen. Hilfe, Maxi, fiese Typen. Also würde ja zu diesem komischen Debakel, was hier gerade passiert ist, irgendwie passen, ne? Ja. Also wir nehmen es jetzt erstmal einfach mit. Mhm. Vielleicht kann sich irgendein anderer da draußen reinmachen. Ja, also hier haben wir natürlich jede Menge Straftaten. Angefangen von der Körperverletzung, eventuell auch gefährliche Körperverletzung, Diebstahl eines Kraftfahrzeuges, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das sind alles viele Dinge, die jetzt erstmal zum Schluss bzw. geklärt werden müssen. Und da kommt eine ganze Menge bei rum. Alles klar, wir würden das Handy erstmal mitnehmen, das Video sichern, ja, die Beweismittel. Und die bekommen Sie natürlich dazu. Ja, und jetzt fahren Sie erstmal mit dem Bruder. Danke. Die Beamten laden die Schwester und den Ex-Freund auf die Wache. Dort übergeben sie den Fall an die Kripo. Da der Verdächtige auf sich warten lässt, wird erst die Zeugin von Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Rainer Weber befragt. Schön, dass Sie noch mal Zeit für uns haben. Ja, das ist selbstverständlich. Wir wollten den Sachverhalt mit Ihnen noch mal klären, gestern, wie das war. Mhm. Ja, vielleicht können Sie noch mal kurz berichten.
Ja, also gestern war es so, dass ich meinen Bruder besuchen wollte und ich ging gerade auf das Haus zu. Da habe ich gesehen, wie ein Mann mit so einem Baseballschläger auf unser Auto, also auf das Auto meines Bruders eingeschlagen hat. Der Theo Marx ist gerade mal ein. Ah. Okay. Moment, einen Moment. Ja. Kommen Sie mal mit. Was soll ich hier? Das warst du doch, oder? Was soll ich hier? Ich habe Besseres zu tun. Okay, kommen Sie mal mit. Ja, wohin soll ich denn? Es ist ein bisschen ungünstig jetzt hier die Person. Ja, genau. Sei doch so gut, Marco. Nimmst du Sie? Sie müssen uns entschuldigen. Gehen Sie gerade mal eine Sekunde mit raus. Wir müssen erstmal mit ihm sprechen. Erstmal mit ihm und dann geht's gleich weiter. Setzen Sie sich mal. Die Strategie der Kriminalisten: den Verdächtigen direkt mit dem Handyvideo der Zeugin konfrontieren, um ihn in die Enge zu treiben. Das ist eine Person, die flieht und die hat eine Tasche in der Hand. Ja. Mhm. So, warum sitzen Sie hier? Warum sitze ich hier? Weiß ich nicht, weil ich von Ihnen hingestellt wurde. Gut, das ist ja der Vater Ihrer Ex-Freundin, richtig? Ja. Die Ex-Freundin ist ja die Melina, so wie wir jetzt mitbekommen haben. Und der Vater wurde heute ziemlich schwer verletzt, mit dem können wir gar nicht mehr sprechen. Das ist alles sehr schlimm, aber was habe ich damit zu tun? Gut, es geht aber um den gestrigen Tag und das ist ein Video vom gestrigen Tag. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, Sie könnten diese Person gewesen sein, die da eben mit diesem Baseballschläger auf das Auto eingetroschen hat. Eine Anzeige wurde bereits schon erstattet. Da meinen Sie sich eigentlich selber an. Erstmal bestellen Sie mich da hin, jetzt sagen Sie, ich würde hier irgendwas. Lassen Sie mich doch mal gerade aussprechen. Mit einer Tasche, und das ist ja gerade das Wichtige. Ja, eine Tasche. Mhm. Sie haben da eigentlich nicht viel Möglichkeiten. Wir sitzen jetzt nicht hier, weil wir keinen Anfangsverdacht haben. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt hierher geholt worden. Es gibt eine Straftat, die wurde zur Anzeige gebracht. Zeigen wir Ihnen schon das Video. Da geht es um eine nochmal Tasche. Wenn Sie es jetzt wirklich nicht sagen, dann würden wir Ihnen auf die Sprünge helfen. Ihre Chance. In einer beschuldigten Vernehmung versucht man erst in einem sachlichen Ton den Täter dazu zu motivieren, Angaben zu machen. Er ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen. Und wenn es dann um die Sache geht, dann geht man auch auf die emotionale Ebene und versucht, ihn schon zu erreichen, um ihm die Möglichkeit zu geben, hier ein Geständnis abzulegen. Also irgendwas muss ja sein, ne? Ex-Freundin, Sie sehen der Person sehr ähnlich. Ganz wenn ehrlich, ich jetzt mal ganz der Arsch hat es verdient. Ach. Ganz ehrlich, wenn er meiner Ex-Freundin verbietet, mich zu sehen, hat er so einen Scheiß verdient. Okay. Also Sie räumen da irgendwas jetzt ein. Moment. Nein. So geht das nicht. Das funktioniert so nicht. Ja, jetzt meckern Sie mich hier an. Ich habe nichts Falsches gemacht. Nur offensichtlich sind wir ja nicht auf dem Holzweg, oder? Ja. Auf oder bei die Fische jetzt. Ja. Sie haben es doch schon angefangen zuzugeben. Ja, er hat's verdient. Ich habe sein Auto beschädigt. Aber das ist nichts dagegen, was er mir antut. Indem er meiner Ex-Freundin... meiner jetzigen Ex-Freundin verbietet, mich zu sehen. Das ist mehr als verdient. Also machen wir mal einen Schnitt. Er räumt die Tat ein von gestern. Bezüglich des Vorwurfs, dass er das Auto gestohlen und den Vater mitgeschleift hat, ergeben sich jedoch entlastende Beweise. Eine Verkehrsüberwachungskamera hat das Auto und den Fluchtfahrer im Bild. Das ist doch das Fahrzeug. Kein Zweifel, aber das ist nicht. Wer ist diese Frau? Das ist nicht unser Theo. Druck das mal aus. Druckst du mal aus? Ja. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig und ich würde auch mal gleichzeitig hier die Schwester hier das. Warte mal, wir machen einen gescheiten Ausdruck, dann können wir der Schwester das mal zeigen. Ja. Die Kripo-Beamten vermuten, dass die Fahrerin den Verletzten kennt und sich deshalb ohne einzubrechen den Autoschlüssel holen konnte. Die Befragung der Schwester bestätigt dies. Am Steuer? Oh Gott, Mama. Nee. Okay. Wie Mama? Mama. Das ist unsere Mutter. Okay. Also das Foto ist keine 20 Minuten alt. Fährt sie noch Auto? Aktuell? Das haben wir ihr eigentlich ausgeredet. Das hat ziemlich lange deswegen Stress gegeben. Okay, ja. Meine Mutter ist jetzt zwar noch nicht so alt, aber dafür körperlich ziemlich schlecht zu wehren. Aber kann man sich doch nicht vorstellen, dass ihr Sohn praktisch, also ihr Bruder, am Seitenfenster hängt und sie weiterfährt. Naja, also dazu müssen Sie wissen, sie hört nicht besonders gut und mit den Augen hat sie es auch nicht mehr so. Ja, also es wäre auch möglich, dass es gar nicht so richtig mitgekriegt hat. Ich möchte mir nicht vorstellen, aber zu gut, trauen, wie sie da sitzt, ist es ja nicht auszuschließen. Ne? Also sie muss sich ja wirklich offensichtlich konzentrieren. Ja? Mhm. Die Ermittler nehmen an, dass die Mutter einen triftigen Grund gehabt haben muss, um zu fahren. Aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit bringt sie sich selbst in Gefahr.
Anhand des Standorts der Verkehrsüberwachungskamera machen die Kommissare das mögliche Ziel der Frau aus. Und das ist doch eigentlich mehr jetzt... Mehr und da oben gibt es... Mehr Industriegebiet. Mehr Industriegebiet, da hast du den Baumarkt, den Supermarkt, den großen Supermarkt. Dann es diese, gibt eine Diskothek. Dieses Maxi... Maxima, jetzt ist ein Disco da oben in der Ecke. Schau mal. War ich mit dir relativ oft schon. Was? Du warst mit Angelina da? Okay, ja. Naja, Maximal. Und sie fährt die Richtung? Mein Bruder ist ziemlich streng mit seiner Tochter. Okay. Der würde niemals erlauben, dass sie... Und ihre Nichte ist jetzt... wo ist sie im Moment? Also gesagt hat sie, sie wäre bei ihrer Freundin in Essen. Was wissen Sie, wo sie ist im Moment? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe nur gesagt, dass ich die Disco auf jeden Fall kenne. Da ist mit ihr schon ein paar Mal da gewesen. Warum sollte die Oma da hinfahren? Können Sie sie mal anrufen? Weil es schon sehr merkwürdig, ne? Ja, genau. Die Frau kann ihre 17-jährige Nichte nicht erreichen. Rainer Weber schlägt vor, die Mutter der Freundin anzurufen, bei der sich die Schülerin aufhalten soll. Heraus kommt Beunruhigendes. Hallo, Helena Zipse hier. Hallo, Uli. Du, sag mal, Melina ist doch bei euch. Kann ich die mal kurz haben? Melina? Die Kaya ist bei Melina. Nein. Sie sind in Duisburg. Melina hat mein Bruder gesagt, sie würde bei euch schlafen. Nee, Kaya hat gesagt, sie würde bei Melina schlafen. Die muss bei Melina sein. Das stimmt was nicht. Verdammte Axt. Du, wir suchen sie gerade wie verrückt. Kann ich dir das später erklären? Die Kriminalisten mutmaßen, dass die Großmutter ihre Enkelin abholen wollte. Womöglich brauchte die 17-Jährige Hilfe. Ein Schutzpolizist soll das Handy der jungen Frau orten. Wir finden sie nicht, sie gehen nicht ans Telefon und irgendwas ist merkwürdig, dass sie einfach mal... Ja, das ist so. Hab ich. Sie ruft gerade an. Okay. Melina, oder? Oh Gott. Melina? Melina, wo bist du? Melina! Sie hat überhaupt nicht gesagt, wo sie ist. Nein, aber offensichtlich sehr besorgt. Mhm. Ja, also abholen. Wo? Aber wo denn? Sie hat ja gar nicht gesagt, wo. Hier rein mal ganz ehrlich, wir fahren da mal hin. In die Disco. Wo soll das sonst sein? Ich meine, sie hat ja, ist ja nicht so abwegig. Warum ist die Oma dahin gefahren? Genau, vielleicht wollte die Oma ihr zu Hilfe kommen. Ja, genau, Maxi. Die Polizisten nehmen die Zeugin mit. Sie kann ihre Mutter und ihre Nichte am schnellsten identifizieren. Die Großmutter hätte schon längst bei ihrer Enkelin sein müssen. Hier, schau mal da vorne. Guck mal, das ist doch hier die Adresse von dieser Diskothek. Ja, genau. Was ist denn? Was macht ihr da mit Schaum? Ja. Stopp! Hallo, Polizei! Stimm! Komm! Hey! Stehen bleiben! Was soll das? Geh mal dran! Hier, Flasche weg! Nimmst du? Ja, ich hab alles gut. Hallo? Was ist denn hier los? Sie sind doch die Melina, oder? Hier, das ist jetzt... Was macht ihr denn hier? Und wer sind jetzt die Herrschaften hier? Was ist denn hier los? Die sind zusammen und das ist der Bruder von meinem Ex-Freund. Okay, Bruder. Der Bruder vom Ex-Freund. Wie heißen Sie denn? Zeigen Sie mal, was haben Sie... Wie heißen Sie denn? Ja, was soll das hier? Wie heißen Sie? Wir sind von der Polizei. Roger. Wir sind von der Kriminalpolizei. Roger. Und Nachname? Vielleicht geht's ein bisschen einfacher. Maxen. Es war uns ja bewusst, dass wir an eine Diskothek fahren, sodass wir beim Aussteigen schon damit rechnen mussten, haben wir es hier mit Personen zu tun, die möglicherweise auch getrunken haben, was dann oft so größere Aggressivität führt. Du weißt genau, was du mit Theo gemacht hast. Du bist doch fremdgegangen. Ich hab gar nichts was? Gemacht. Komm, nein. Okay, wir wollen mal ganz kurz erklären, warum wir da sind. Ja, wir haben Sie gesucht. Ja, Sie haben ja auch eben noch Ihre Tante angerufen, ne? Und haben ja um... Ja, die müssen wir auch mal gleich raus. Ja. Kannst du sie mal rauslassen? Es ist eigentlich, bitte. Ist irgendjemand verletzt? Nein, aber er hat mir mein Handy aus der Hand geschlagen. Jetzt liegt das da. Okay, was anderes. Aber es ist niemand verletzt? Richtig? Gut. Offenbar hat das junge Paar die Nichte und ihre Freundin seit Stunden bedrängt. Auch die Opfer stellt die Kriminaloberkommissarin zur Rede. Die Mutter hat bestätigt, dass sie gar nicht da sind. Was war das jetzt für eine Aktion? Ja, sie hat gesagt, sie schläft bei mir und ich habe gesagt, ihr schlaft bei ihr und wir waren eigentlich hier feiern. Ach Mädchen. Ganz und was ehrlich, war denn hier? Da was macht habt ihr hier sich gemacht? Doch Sorgen. Feiern. Feiern. Schaumparty. Schaumparty. Und die ist jetzt noch im vollen Gange. Ja.
Und was sollte das jetzt, die Aktion hier mit dem Schaum? Was war das? Sie ist meinem Bruder fremdgegangen. Nein, bin ich nicht. Ach du, erzähl jetzt keinen Quatsch. Bin ich nicht. Komm. Nein, bin ich wirklich nicht. Wir reden kann man nicht. Ich wusste, dass sie auf der Party ist. Und dann habe ich, sie hat es doch verdient. Aber die Frage ist, was ist mit der Oma? Genau. Ja. Die Oma, die sollte eigentlich schon längst hier sein. Die wollte es, genau. Ich habe sie angerufen und sie sollte hier sein. Und genau, weil die Oma, weißt du, was da passiert ist? Die Oma hat nämlich das Auto genommen von deinem Vater. Ja, und hat deinen Vater dabei verletzt. Nachdem wir alle Fragen beantwortet bekommen hatten, war natürlich ja noch die Frage übrig, wo ist denn die Oma geblieben? Ja, die Frage konnten wir dann schließlich beantworten, nachdem wir den Schreien nachgingen, die wir von Weitem hörten. Hallo! Na, hallo! Moment, was ist passiert? Ja, oh, schau mal, ich glaube, wir haben sie gefunden. Was willst du denn hier? Oma, alles gut! Oma, alles gut! Alles gut! Was ist denn passiert? Was hast du gemacht? Ich wollte dich abholen. Du hast mich da angerufen. Ich habe euch aufgeschrieben. Schauen Sie mal, wir sind von der Polizei. Alles gut. Wollten Sie da einparken? Lass sie doch mal. Was hast du angerichtet, Mutti? Er ist nicht verletzt, ist nur das Fahrrad. Okay, und die Hauswand auch nicht, oder? Der Radfahrer verzichtet auf eine Anzeige. Die Großmutter muss trotzdem mit Konsequenzen rechnen. Lara Grünberg macht ihr klar, dass sie ihren eigenen Sohn verletzt hat. Haben Sie mitbekommen, dass Ihr Sohn Sie aufhalten wollte? Ihr Sohn wollte Sie aufhalten mit dem Auto? Nein, habe ich nicht gehört. Nein, nein. Der ist jetzt verletzt im Krankenhaus? Mein Sohn verletzt. Ja, den haben Sie mitgeschliffen. Echt? Ja, hast du. Oh Gott. Also, und was war das? Wir haben da noch so einen Zettel aufgefunden. Ja. Da stand irgendwie Maxi. Maxi. Was war das? Ja, ich habe telefoniert mit Maxi, hat mich angerufen in zu Hause. Und ich aufgeschrieben auf Zettel, Maxi abholen auf den Zettel. Und Maxi abholen in die Disco, ne? Melina. Also Sie haben den Zettel da liegen gelassen? Ich habe den verloren. Sie, dann. Na, da hat sich ja alles aufgeklärt. Ja, so. Das Fahrverhalten der Oma, sie hat nicht gemerkt, dass sie den Sohn mitgeschliffen hat, sodass wir hier von einem Verkehrsunfall ausgehen müssen. Und der Rest, Sachbeschädigung, Körperverletzung, das wird bei den Ermittlungsgruppen der Schutzpolizei ermittelt. Und Sie können ja trotzdem noch mal sagen, wie es Ihrem Bruder auf geht. Auf jeden Fall, na klar. Ja? Der verletzte Bruder hat eine Gehirnerschütterung erlitten, erholt sich aber vollständig. Das junge Paar wird wegen Sachbeschädigung und Nötigung angezeigt. Die Großmutter muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.